in particular. Particular. Hupala. Liegt vielleicht auch daran, dass wir diese Running Shoes anhaben. Das ist ein bisschen leckt. Und damit ja noch schneller die Welt generieren muss. Ach, ich mag das nicht, wenn es regnet. Da schon wieder so ein seltenes Digimon. Hallo, Pokémon Center. Ja, ich muss übrigens auch unbedingt nochmal mit Kai zusammen spielen, weil ich einen Haunter habe, was ich entwickeln muss über Tausch. Und ein Boldor habe, was ich entwickeln muss über Tausch. Und noch irgendwas über Tausch? Ne, die beiden glaube ich nicht. Da war gerade ein rotes. Vor mir. Da. Ne, ist orange. Ist da nur. Yay, Aether. Komm. Mehrere Bossgegner hier. Ja, nur noch eins. Sind doch schon despawned. Das ist auch schon wieder weg. Sind zu langsam. Oder die despawnen einfach zu schnell. Eine Wüste. Irgendwas Interessantes ist. Immer quer durchlaufen. Mein Gott, wie viele Kabator. Lecke mich im Arsch. Aber das ist ja typisch, wenn man angeln geht, findet man ja auch nur Kabador. Angelt haben wir auch noch nicht. Hier gab's Angeln. Weiß ich. Glaube ich. Irgendwie gab's ja Angeln. Oh, guck mal, klar. Oh, was ich euch dabei empfehlen kann, ist die Pokémon Origins. Die kleine Reihe. Also sind, glaube ich, 4 Folgen. Pokémon aus Japan, neue. Gibt's mittlerweile auch auf Deutsch. Ich weiß gar nicht, ob die liefen im Fernsehen. Genau. Die halt so kurz, ja, halt in 4 Folgen zeigen, wie, naja, so wie das Spiel halt aufgebaut sind, so ein bisschen. Du musst halt 8 Orden erreichen und dann Arenaleiter und so. Genauso wie die ersten Spiele halt aufgebaut sind, so ist auch diese Kurzserie, sag ich jetzt mal, aufgebaut. Und das ist ganz interessant, finde ich. Fuck, ich habe mir wieder keinen Waypoint gesetzt, weil ich nicht daran gedacht habe, dass der Fehler verschwindet. Ach, dammit. Naja. Ich habe auch noch den Waypoint auf der anderen Karte. Muss ich nur die andere Karte wieder reinladen, dann passt das schon. Ich glaube auch nicht, dass wir in diese Aufnahme zurückgehen. Wir werden schön weiter erkunden. Oh, die mittlerweile gar keine Bossgegner mehr spawnen. Warum nicht? Warum spawnt hier kein Boss? Schon wieder ein Pokémon Center, aber eigentlich brauchen wir noch keins. Ludwig. Kadabra. Ich glaube, aus dem Kadabra wird auch nur ein Simsala, wenn man es tauscht, oder? Oder irgendein bestimmter Stein? Viel zu lange her, viel zu lange her. Tja, irgendwie wollen sie nicht. Wollen nicht spawnen, die Viecher. Ist nur Billy Cats. Da hängt wieder ein Pikachu rum. Persian. Aber wir sind schon mal ein relativ hohes Level. Man könnte hier auch relativ gut leveln. Aber ich will ja gar nicht leveln. Wozu momentan auch? Es gibt ja hier so keinen wirklichen Gegner. Der einzige Gegner, der gegen mich was könnt, ist andere Spieler. Ich hab so einen Ball dabei. Oh, da glitzert sogar. Das geht sowieso nicht, aber egal. Da, wieder ausgebrochen. Schade.
Premierball nützen sowieso zu irgendwie gar nichts. Ganz normale Pokebälle. Wenn es im Dschungel, da können wir mal reingehen. Denn im Dschungel könnte es sein, dass ein Mew spawnt. Da haben wir natürlich das große Problem, dass wir immer noch keine Pokebälle mitgenommen haben. Beziehungsweise den einzigen richtigen Ball, überhaupt einen Ball, den wir hatten, damit weggeworfen. War irgendwie blöd, aber der hilft wirklich nicht allzu viel. Der sieht nur schick aus. Edekit. Hab ich auch noch nicht gesehen, glaube ich. Vorentwicklung zu Electek. Irgendwie verständlich, aber wollte ich nur mal so ganz kurz erwähnen, dass ich das auch weiß, dass es die Vorentwicklung ist und so. Yep. Kann man sich im Dschungel immer so ein bisschen hochschummeln mit den ganzen Lianen und so. Und ich mal finde, dass es sich im Dschungel extrem scheiße bewegt. Wenn man auch öfter an Anhalt Lianen hängen bleibt. Mankey ist im Dschungel, macht Sinn. Tja. Auch hier spawnen irgendwie keine Bosse. Eckens. Eckens. Ja, ja, hab dich gehört. Und wieder ganz viele Carpador. Höp. Blüpp. Mein Gott, sink ich tief. Mensch Gott. Will ihn nicht haben, den Rick. Verstopft nur mein Inventar und dann kann ich den nachher wieder sauber machen. Das ist Dreck in der Tasche. Ach. Ich habe mich übrigens auch noch mal ein bisschen umgesehen, so nach Mods, die es vielleicht noch dazu gibt. Es gibt eine interessante Mod, Crossover-Mod mit Industrial Craft. Dass man sich hier so Maschinen bauen kann, die deinen eigenen. Die dann eigens Aprikos kochen und daraus Discs machen und dann daraus halt Dingens machen, Pokebälle. Das war mir jetzt aber ehrlich gesagt zu kurzfristig, um da mich reinzudenken. Deswegen, yay! Hey, geh weg. Habe ich das noch nicht gemacht? Mal gucken, ob ich das vielleicht mache. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ich das mal machen soll. Das ist ganz interessant gewesen. Das funktioniert, ist natürlich auch immer aus in die andere Frage. Aber wenn es funktionieren würde, wäre das eine gute Idee, so maschinenmäßig auch was zu bauen, was uns dann halt sehr viel hilft, Pokebälle zu craften? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Da geht gerade irgendwo ein Pokémon drauf. Oh, guck mal, ein Habitak. Ist auch selten. Also sehe ich selten. Gehen wir doch mal hier ins hohe Gebirge. Hier spawnen vielleicht noch irgendwas Interessantes. Vielleicht spawnen die auch nicht, weil ich mich zu schnell bewege. Kann das sein? Keine Ahnung, wie die spawnen. Ich bin ja kein Coder. Also einer, der halt das geschrieben hat. Ich glaube, wenn ich drauf gucken würde, würde ich es mit Sicherheit verstehen, wie die das gemacht haben. Aber selber bin ich da, glaube ich, nicht so gut dabei. So, wir sind jetzt ganz oben und hier ist nichts. Da hinten hüpft ein Taubsi rum. Kamerupt. Jetzt hier Kanimani. Kanimani. Rattata meine ich. Da stirbt ein Onix. Hier schon wieder Wüste. Da ist ein Dingenskirchen, wie auch immer es heißt. Ich weiß nicht, wie es heißt. Da bin ich. Da bin ich. Warum regnet denn eigentlich immer noch? Meine Güte. Aber ich will die Bosse ja auch nicht fangen. Obwohl, das könnte man bestimmt auch machen. Dann halt sehr schnell sehr hohe Level
Pokémon. Aber ich, irgendwie, das finde ich irgendwie blöd. Die sind ja zum Bekämpfen da, um dann irgendwelche geilen Sachen zu kriegen. Weltum. Habe ich auch noch nicht gesehen. Sieht auch ganz cool aus. Hier ist, glaube ich, gleich zu Ende. Müssen wir doch mal ein bisschen fliegen. Wollte ich jetzt eigentlich nicht so unbedingt viel machen. Noch ein bisschen Pokémon sehen möchte. Und nicht nur auf die Pünktchen achten möchte. Ich achte natürlich auch auf die Pünktchen, weil ich ja halt gegen Bosse kämpfen möchte. Aber wenn man dann so mal ein, zwei Pokémon sieht, ist natürlich cool. Kikli, Nocturne, irgendwie sowas. Ah! Mist. Hier irgendwo. Wo ist das? Ich sehe nicht. Ist da drin oder was? Über mir? Ne. Glaube ich zwar nicht wirklich, aber egal. Ach komm, lass es. Lassen wir es sein. Ich würde sagen, warum ich höre ich überhaupt keinen Ton. Aua. Ach so, ich sterbe. Ich habe Hunger. Ich habe nichts mehr zu essen. Ist irgendwie blöd. Soll ich machen. Der futtert hier so viel manchmal. Ist extrem. So. Ein bisschen weiter oben spawnen wäre ganz nice. Da ist mein Handy voll. So. Los geht's. Dass mein Pokémon auch als Dot angezeigt wird. Über die weite Meer, über die weite See. Hier ist gar nichts. Außer einem Haufen Kappador und Tara und so ein Turt. Da wäre ein Boss gewesen, aber ich... Das, wenn ich auf Garados sitze, gehe ich langsam unter und das will ich nicht riskieren. Wirklich nicht. Oh, die Karte groß. Ich hoffe, weil wir jetzt auf See sind, ist ja egal. Wir können einfach so aufpassen, dass ich nicht untergehe. Dann können wir gucken, wo schnell Land ist. Bin nicht so gerne auf offener See. Aufgehört zu riechen? Ich glaube ja. Ich weiß gar nicht, was schneller ist. Ob Schwimmen schneller ist oder Fliegen schneller ist. Ich finde Schwimmen einfach irgendwie auch cool, dass man das halt auch machen kann. Auf so einem Gerados. Da-da-dam, da-da-dam-dam-dam. Leggy-leggy-leck-leck. Weil hier vorne noch vor mir, direkt vor mir, die ganze Welt generiert wird. Deswegen lagge das. Ist wieder Bosse hinter mir. Aber mit denen kann ich mich nicht anlegen auf Wasser. Weil ich untergehe. Warte mal, was ist das denn? Ich dachte so, das sah aus wie eine Kiste unter Wasser. Ich dachte schon, hä, was ist das denn jetzt? Boah, ich hasse so Ozeane. Ich meine, es war dann realistischer, aber irgendwie auch... Boah, nee, leck mich am Arsch. Nur so eine kleine Insel, die wahrscheinlich jetzt gleich wieder vollgestopft ist mit Pokémon. Ah, nee, geht sogar noch. Geht sogar noch. Kommen noch mehr kleine Inseln.
die schon ein bisschen vollgestopfter sind. Aber nichts irgendwie Interessantes hier. Weiß auch nicht. Da ist schon wieder irgendein Bossgegner vor uns.